Monsterschlechter. Meine Großmutter. Aus unserem Dorf, unfruchtbare Hure. Das nimmst du zurück. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Ich werde dich zum Teufel, Hexe. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vor Hindersfjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Warum? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Also gut. Was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber ich werde dir auf ewig dankbar sein. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja. Woher wusstest du, dass ich ja sagen würde? Ich wusste es nicht, aber ich wollte es riskieren. Hexer! Starke bis zum Schluss. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Zauberin. Was habt ihr ihnen getan? Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Nicht gerade sehr präzise, die Spur. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Hab ich denn eine Wahl? Nein. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung "Hau ab und fick dich selbst" bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt. Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben und nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ech krüde erythaum. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Wie ist das Bad? Ist das Wasser warm genug? Spring doch rein, dann weißt du's. Und?
Und, wie läuft's? Ian, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zu abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist auch eine Galionsfigur vom Clan Brummond. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelangt? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Sieh dich um. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Demon hin. Er war also von Faro. Ein Skelett. Jemand hat den Schädel mit einer Axt am Deck aufgespießt. Ein würdiger Tod für einen Skelliger. Das Abzeichen deutet auf den Clan Demon hin. Er war also von Faro. Schöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Haymay. Yen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser.
Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu feite bei dem en echte Ilvaid. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Eizu feite bei dem en echte Ilvaid. Silber. Mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigen. Kein Djinn in Sicht. Aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... gesagt, dass es auf drei ausgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns? 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Ich verstehe. Du willst wissen, was passiert, wenn uns keine Magie mehr verbindet. Ich will wissen, ob es zwischen uns noch Magie gibt, wenn der Zauber des Djinns fort ist. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Amos war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt.
Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Hier ist nichts. Hier gibt es nichts Interessantes. Interessant. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Was mag das wohl bedeuten? Der Magier muss hier geschlafen haben. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Hier ist nichts. Hier gibt es nichts Interessantes. Was mag das wohl bedeuten? Ja. Jen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck, ich hab eine Idee. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Fried Keis dem Gjar! Keis, das ist klar!
Querit mi Kassel! Sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Komm schon, komm näher. Deinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Vielleicht hat uns der Djinn ja auch reingelegt. Warum? Ich spüre nämlich auch keine Veränderung. Ich liebe dich, Yin. Und ich liebe dich. Was war das? Es kann nicht alles eitel Sonnenschein sein. Seltsam. Wir haben das so oft getan, aber das hat sich angefühlt wie unser erster Kuss. War er ja auch irgendwie. Ach, nach einem Ich liebe dich sollte ein Kuss auch anders schmecken. Vielleicht sollten wir ein paar andere Dinge ausprobieren. Amos Kajüte sah gemütlich aus.
Nicht so schnell, Geralt. Wir haben später noch genug Zeit für gemütliche Kajüten. Aber die Welt wird nicht enden, wenn wir hier eine Weile sitzen. Ah, ist das schön. Die Geister von Skellige sind uns gewogen. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Ysima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Yen, was vorhin passiert ist... war sehr schön. Lass es uns nicht mit den Einzelheiten ruinieren. Ich werde den Baron aufsuchen, Uma mitnehmen und dann nach Kaer Morhen hin weiterreiten. Ich werde dazustoßen, so schnell ich kann. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf.